So, willkommen zurück. Ich habe gerade jetzt mal den Teich noch durchsucht, man ist ja neugierig, aber da ist nichts drin. Also zumindest habe ich jetzt so offensichtlich nichts gefunden. Ich bin gerade zurück. Jetzt nehme ich noch ein bisschen auf. Bin eh gefrustet, wenn jetzt irgendein Mutant über den Weg läuft, dem baller ich wahrscheinlich das ganze Magazin in die Fresse. Weil als Tabellenführer gegen das Kellerkind zu verlieren, ist schon ein bisschen peinlich. Aber naja. So ist es halt, ne? Wenn man angeblich keine Probleme hat und alles ja gut ist. Und nein, wir haben keinen Druck oder so. Nö. Aha. Deswegen hab ich da verkackt heute. Der Club ist halt doch ein Depp. Egal, die nächsten Spiele werden hoffentlich wieder besser. Jetzt gucke ich aber immer noch, wo dieses bescheuerte ATP-Disc ist. Das muss in so einem einzelstehenden Haus sein. Ich finde hier nur einzelstehende Büsche. Oh, da ist was da vorne, das nehme ich mit. Artefakte nehme ich natürlich gerne mit. Ja, ich meine, ich habe ja noch ein bisschen Zeit, hier bei den ATP zu latschen. Ich soll vielleicht das Video nicht wieder 15 Minuten machen, das war ein bisschen pervers. Sorry dafür. Muss ja nicht sein. Ist auch wieder was Elektrisches. Aber ohne Elektroanomalie, so wie es aussieht. Denn das ist nichts Elektrisches, das ist doch, hä? Doch, das ist ein Mondlicht. Okay. Da ist ein Viech. Also kann es ja mehrere. Tuscanos? Oder normale Ratten? Oh, Alter, da wimmelt's. Was ist das? Tuscanos. Feuert ein bisschen zu krass. Da ist hinter mir noch was ganz was anderes. Ja. Da kommt ein Islam. Da. Kommen jetzt die ganzen Viecher her. Na gut, ich habe ja genug Munition. Munition ist kein Problem für mich. Mich wundert es jetzt nur, wo die ganzen Viecher herkommen. Seltsam, seltsam, als der Arsch kam und das Geld nahm. Aber ich soll vielleicht doch wieder beim Launcher rein, weil es mir trotzdem 5 Frames bringt. Weil gerade eben ist wieder grausig. Ich laufe hier mit 5 Frames durch die Gegend, ey. Ja, ich brauche echt ein anderes Setup. Ich meine, die Grafikkarte muss definitiv keine andere sein. Wahrscheinlich ein bisschen neueren Arbeitsspeicher und eben einen besseren Rechner. Der Rechner ist halt nie fürs Zocken da gewesen, muss man wohl auch sagen. Ne? Das ist ein Bürorechner. Auch wenn der angeblich laut Arbeitskollegen ganz toll sein soll und die unbedingt haben wollen, wenn ich eine Vector, ja bitte, schön kannst du haben. Weil ich würde mit zum Wertstoff hochfahren und entsorgen, also kannst du ihn auch haben. So ist es ja nicht. Es ist zwar ein Mehrkernprozessor, aber naja, was für ein toller halt. 2,2 oder 2,5 Gigahertz. Ja, und wahrscheinlich beschissen angeordnet oder irgendwas. Sorry, irgendwas läuft da also ziemlich schlecht. Das System funktioniert nicht wirklich gut. Was soll's. Na komm, gib mir deinen Schädel. So, irgendwo war hier das Haus oder war... Ich weiß nicht mehr, wo das Haus war. Das ist mein Problem gerade. Es ist nicht das, was oben ist. Es muss ein anderes sein. Es ist nicht das, was oben bei den bei den Lonern ist. Bei den normalen Stalkern. Die keiner Gruppierung angehören. Es müsste irgendwo hier sein. Ich bin mir da nicht mehr so sicher. Gelb? Gelb sind Hunde. Normalerweise. Ich habe jetzt halt nicht mehr geguckt. Ja. Könnten Absolderhunde sein, ne? Irgendwas liegt da hinten schon. Moment mal. Das könnte mir was bringen. Das ist doch so ein Gebäude. Das könnte es sein. Ich lasse es jetzt mal kurz an, sorry. Ja, es sind Pseudos. Ich glaube, einen habe ich erwischt. Der zweite rennt jetzt rum. Ah, fuck.
hasse dieses Blödwerden im Kopf von den Viechern. Bin ich kein Freund von. So. Okay. Ja, natürlich liegt da was. Da liegt die jeweilige Leiche rum. Bin ja Idiot. Da liegt die Leiche, obwohl ich glaube jetzt echt, also die Waffe ist jetzt gegen die Banditen dann für das Falsche. Weil die schießt zu schnell. Das ist das Problem. Du drückst drauf und die reagiert sofort. Ohne dass du nochmal eine Chance hast, wieder rückgängig zu machen oder so. Deswegen werde ich was anderes nehmen. Die ganz normale Schotze, die Saiga oder lieber noch was anderes? Eine Saiga müsste eigentlich erstmal gehen. Eigentlich. Ist sie voll geladen? Ist sie. Ich mache einen Hard Save und wir sehen mich gleich failen. Sobald ich das aufnehme, kommen ja da jede Menge Idioten an. Ich verkack das doch wieder. Bis gleich. So, Hard Safe ist raus. Wir gehen mal hier an die Kisten ran, vielleicht. Ich weiß nicht, ob es was nützt, aber. So, ich hab die Optical. Was auch immer du sagst. Das Problem ist, es kommen ja nicht alle rein. Es kommen ja maximal 2-3 rein. Der Rest, ich muss raus. Okay, safe ging schon mal, ohne dass er mich rausgeschmissen hat. Das ist schon mal nice. Und es hat mich bis jetzt noch keiner erwischt. Ist auch nicht schlecht. Muss gucken, wo ich meine Finger habe, damit ich jetzt keinen Unsinn mache. Vielleicht locke ich das so mal einen an. Ich glaube es aber eher nicht. Die sind hinter mir. Die laufen um das Haus rum. Ah! Ah, fuck! Kleiner Arsch, wenn ich jetzt nachlade, kommt einer rein. Hundertprozentig. Kommt jetzt einer rein, nein? Das ist ja normalerweise Standard, ne? Das ist ja normal. Muss ja auch, ich meine. Das ist einfach ein Naturgesetz. Wenn du nachlädst, kommt einer um die Ecke. Das ist auch in Shootern gegen Menschen so. Kaum lässt du nach, kommt der Nächste um die Ecke. Von wo feuerst du? Das ist die Frage. Ja, komm halt mal hier rein. Okay. Geht doch. Ja, das ist nicht sehr mutig, aber ich möchte mir erstmal ein paar vom Hals schaffen. Ganz einfach. Das ist ungefähr so, wie heute der Club gespielt hat. Nie aufs Tor zugelaufen. Die wollen immer Tore schießen, wenn man nicht aufs Tor zuläuft. Ja, fuck, jetzt haben wir mich doch erwischt. Ja, das war dann zweite Halbzeit so ungefähr. Boom. War er doch im Kasten. Scheiße. Ich versuch's gleich nochmal. So, jetzt lass mich halt nochmal abknallen. Vielleicht diesmal nicht ganz so tief ducken. Vielleicht war das doch ein bisschen zu übertrieben. Ich habe nur 7 Schuss drin, ne? Naja, wird schon schief gehen. Aber das Gute an Stalker finde ich eigentlich, das muss man der KI zugute halten. Naja, KI mehr oder weniger. Die verhält sich jetzt nicht ganz haargenau genauso, wie sie es gerade eben getan hat. Ist zumindest nicht von auszugehen. Oder wenn, dann tut sie es später, wie nachdem. Jetzt juckt mir die Nase. Wenn ich jetzt die Hände von der Maus oder der Tastatur nehme, kommt jemand ums Eck. Hundertprozentig. Habe ich das letzte Mal so angelockt, indem ich nach draußen kurz gelaufen bin? War das so? Nur den einen erwischt. Weiß nicht, was mit den anderen Nasen ist. Ob da mal jemand reinkommt oder nicht, sieht irgendwie nicht so aus. That's the problem. Also die Tiskammer, das ist das richtige Haus.
andere Waffe, anderer Punkt. Ich muss natürlich auch nochmal meine Position wechseln eigentlich. Es ist ähnlich hier zu hocken und darauf zu warten, weil ich hocke hier auch nur wie Skarnickel in der Falle. Aber auch nichts, wo die sind, ne? Ich meine, die Entfernung ist eigentlich nah genug, dass eine Schotze reichen müsste. Selbst auf die Entfernung, wenn ich jetzt einfach nur rausgehe. Könnte reichen. Aber es kann natürlich auch sein, dass wir irgendwann die Nase voll haben und schmeißen mir hier eine Granate rein. Weiß ich nicht. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit die KI so weit handelt oder so, weiß ich nicht mehr. Was war denn das jetzt? Wo hast denn du mich jetzt erwischt? Ja, tschicki bricki. Tschicki bricki, tschüss. Erwischt mich einer von irgendwo. Ich weiß nicht, wahrscheinlich vom anderen Fenster, von der anderen Seite. Alter, leck mich doch am Arsch! Jetzt, hä? Ach ne, ich lieg ja schon wieder. Hä? Also ich muss da raus. Ich sitze hier wie die Ratte in der Falle eigentlich. Oder ich versuche mich an das Fenster zu ducken. Aber nicht an das hier, sondern eben an das hier. Ah, bis gleich. So, und da fällt mir so auf, das ist eigentlich absolut wie das Clubspiel heute, weil ich versuche hier gerade Tore zu schießen, ohne aufs Tor zuzulaufen. Ohne aufs Tor zuzulaufen. Jetzt mache ich Scheiße der anderen Art. Jetzt ist jemand draußen. Ja, super, jetzt lade ich nach. Das ist natürlich jetzt nicht vorbei. Irgendwie, wow. Das ist gerade hier nicht so sinnvoll. Das Problem ist, wenn ich hier mir Medizin verabreiche, darf ich ja nicht die Waffe in der Hand haben. Da war ja was. Ah, fuck. Sag mal, von wo eigentlich? Ich verstehe es nicht. Der schießt durch die Kiste oder was? Bist du noch ganz sauber? Ja gut, er wusste, wo ich war. Der hat einfach nur drauf geschossen. Oder ist es von draußen einer, der einfach durchs Holz schießt? Das könnte ja sogar auch gehen. Ich muss hier raus. Aber wie? Da draußen sind so viele. Ein Versuch noch. Ich glaube, an der Tür hinter den Kisten stehe ich nicht mal so schlecht. Aber das Problem ist, der Nachladezeitpunkt liegt halt meistens scheiße. Von irgendwo schießt aber was auf mich. Sag mal, spinnst du? Gehst du jetzt mal zu Boden oder was? Das sind dann so Momente, die muss ich nicht Scheiße! Ja, fuck. Nochmal ohne Nachladen. Da kommen zwei hintereinander rein. Danach kann ich nachladen, vielleicht. So, oder ich versuch's eben nochmal ohne Aufnahme. Also, weil ich glaube, irgendwie jetzt werde ich es gleich hier gut sein lassen, weil erzwingen soll man nichts. Wenn es nicht klappt, dann klappt's wohl nicht. Dann probieren wir das in zwei Tagen nochmal oder in einem, je nachdem, wann ich wieder dazu komme, hier zu zocken. Schauen wir mal, ob wir jetzt vielleicht wenigstens ein, zwei Dinge schaffen, das wäre ja ganz schön. Ich habe jetzt volles Magazin hier, aufpassen. Einfach nur aufpassen, was ich tue jetzt. Und schauen, wo ich hinziele, das ist auch so die Sache. Wie kommt der rein, wenn ich es wüsste? Kommt er geduckt rein, kommt er gerade rein? Manchmal kommen sie gerade rein, manchmal geduckt. Wenn es natürlich etwas besser laufen würde, wäre es auch schön. Und es läuft gerade schon wieder, dass es aber gebracht ist einfach. Da kommt natürlich niemand rein, ne? Ist ja klar. Sobald ich mich jetzt aber bewege, kriege ich erstmal den ersten von Latz geknallt.
shit happens, würde ich sagen. Wenn ich mich aufrichte, kriege ich auch eine rein. War jetzt mal nur kurz aufgerichtet. Ich habe gedacht, vielleicht kommt jemand rein. Vielleicht zieht er mich. Laufen die denn rum da draußen? Ich sehe nichts. Müssen wir eigentlich genau in dem LKW sein, so wie die weißen Punkte da zu sehen sind. Da schießt jemand durch die Wand. Da schießt jemand einfach durch die Wand. Und das ist natürlich schon mal ein schlechter Witz, ne? Ich meine, gut, ich könnte es auch machen. Aber ich treffe da nichts. Dabei passiert halt nichts. Das ist das Problem. Moment, der durch die Wand! Da ist ja noch einer! Alter, jetzt geh doch mal! Okay, zwei. Habe ich jetzt einen oder zwei? Hey, ja! Ach, fuck, ey. Haben wir uns gegenseitig erschossen, oder was? Nee, da kam der Nächste rein. Oder was? Ja, irgendwie so. Na, das nützt nichts. Das soll wohl heute nicht laufen. Genauso scheiße wie die Ice Tigers in der Club bin ich hier gerade. Lass mal sein. Ich sag trotzdem danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ja. Vielleicht erfolgreicher, vielleicht auch nicht. Weiß ich nicht. Bis dahin. Die Disc habe ich. Muss nur noch hier raus. Also entweder backe ich gerade oder einer der Banditen, ganz massiv.